Dieses Video ist entstanden mit der freundlichen Unterstützung von Zefdesk. Wenn du mehr über Zefdesk erfahren willst, dann schau das Video bis zum Ende und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Es ist jetzt 7.05 Uhr. Wir sind seit knappen 2 Stunden hier an diesem Spot. The Point heißt der, glaube ich. Ist hier direkt mit Blick auf das Atlantis Hotel auf der Palminsel in Dubai. Wir hatten eigentlich einen ziemlich coolen Sonnenaufgang gerade. Die Sonne geht da im Hintergrund auf. Wir hatten ein paar schöne Quellwolken am Himmel, die ja, so mehr oder weniger angestrahlt worden sind. Und ehrlich gesagt, ich kannte den Spot vorher noch gar nicht, beziehungsweise ich war noch nie hier, habe nur die Bilder gesehen, bin also das erste Mal jetzt hier selber gewesen, mit der Gruppe zusammen. Er ist okay, der Spot ist jetzt nicht so das, wo ich sagen würde, da erinnert man sich nach Jahren später dran, aber sei es drum, auch sowas muss man mal haben. Er ist ja nicht schlecht, aber halt auch nicht mega geil. Jetzt gibt es aber erstmal Frühstück, lasst uns ins Hotel zurückfahren und dann werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen einkaufen gehen in der Mall und heute Abend auf jeden Fall auch nochmal einen richtig coolen Spot besuchen. Und dann war es das leider schon mit der Woche. Ging echt schnell vorbei, aber naja, auf jeden Fall jetzt nochmal richtig reinhauen. Am Abend ging es dann nochmal Richtung Dubai Marina, dort wo auch alles angefangen hat mit dem ersten Spot. Und es ging genauer gesagt in die Marina Mall, denn die hat ein Food Court ganz oben und dort kann man auch hinausgehen auf eine Terrasse. Und von dieser Terrasse, da kann man nicht nur gut essen, sondern man hat auch einen wunderschönen Ausblick auf Dubai Marina und den wollten wir fotografisch natürlich nochmal ausnutzen. No time for any sleep when you're laughing along with me. Got you by my side and we're burning on through the night. You and I, we one desire. Ich habe hier gerade einen richtig coolen Spot entdeckt, den ich vorher ehrlich gesagt noch nie so wahrgenommen habe, obwohl ich hier schon sehr oft war. Und zwar genau diese 3 Hochhäuser, die hier vorne stehen. Das eine in der Mitte, das größte und dann ja relativ ähnlich aussehen. Eigentlich sehen sie genau gleich aus. Also das ist wirklich ein richtig schöner Symmetrieshot eigentlich, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Aber das sieht richtig, richtig gut aus. Und den probiere ich jetzt hier gerade wirklich haargenau in der Mitte zu treffen. Dann das Tilt-Shift-Objektiv dazu, dass die vertikalen Linien alle komplett gerade sind. Und dann sollte das am Ende ein richtig schöner Symmetrieshot werden. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ist jetzt hier gerade schon so ein bisschen Abenddämmerung. Und ich probiere, das Ganze ein bisschen offenblendiger zu fotografieren, damit der Himmel
eher ein bisschen ausgebrannt ist. Ich glaube, hier tatsächlich könnte es so ein Bildstil werden, wo man so einen ausgebrannten Himmel hat, alles so ein bisschen mehr High-Key-Look. Und das fotografiere ich jetzt gerade schon so ein bisschen so. Ich für meinen Teil hatte dann den Shot, den ich haben wollte, bereits zum Sonnenuntergang fotografiert. Die Teilnehmer haben natürlich noch weiter in die blaue Stunde fotografiert und gerade wenn dann die beleuchteten Boote durch Dubai Marina fahren, hat man da einfach einen unglaublich schönen Ausblick und eine unglaublich schöne Szenerie, die man da fotografieren kann. Das war unser letztes Shooting für diese Reise und wir wollten es natürlich noch gemeinsam bei einem gemütlichen Abendessen ausklingen lassen. Und deswegen haben wir uns auch direkt in diesen Food Court reingesetzt und haben dort gemeinsam noch ein bisschen gequatscht, viel philosophiert über Fotografie und allgemein über die Reise geredet. Und alle Teilnehmer waren am Ende wirklich sehr, sehr glücklich, was mich natürlich selber auch sehr glücklich gemacht hat. Wenn du selber Interesse hast an so einer Reise, dann kannst du natürlich auch mal auf meinem Online-Store vorbeischauen, denn dort kannst du die Reise für 2020, für Dezember 2020 bereits buchen. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich dich dann vielleicht bei der nächsten Dubai-Reise selber dort begrüßen könnte. So Leute, das war's. Wir sind wieder am Flughafen. Es ist 7 Uhr morgens. Wenig geschlafen, aber jetzt geht's zurück nach Deutschland. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet eine ganze Menge Spaß. Und ja, ich hoffe, ihr seid natürlich auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, dass wir unterwegs sind. Also, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann, ciao. Nochmal vielen Dank an Safdesk für die Unterstützung dieses Videos. Safdesk ist eine Online-Buchhaltungssoftware, welche dir deine Buchhaltung extrem vereinfacht und deine Belege digital abspeichert. Dazu habe ich ein gesamtes Video erstellt, welches ich dir oben nochmal verlinke.